Es ist soweit. Es heißt wieder Race Your Ride auf dem Hockenheimring. Sprintrennen mit dem eigenen Fahrzeug. Sprintracing ist die Beschleunigung aus dem Stand über die Distanz der Viertelmeile. Zwei Fahrzeuge fahren in getrennten Bahnen nebeneinander. Gestartet wird per Ampelsignal und anschließend werden Reaktionszeit, Zwischenzeit, Topspeed und Endzeit im Ziel gemessen. Das kann eigentlich jeder, denn hierbei geht es vorerst nur um eine gute Reaktion beim Start und etwas Geschick beim Schalten. Und ein ewiger Wunsch von jedem Hobbyrennfahrer und Rennsportbegeisterten ist es doch, sich selbst einmal hinters Steuer zu setzen und so richtig Gas zu geben. Das zu machen, was auf öffentlichen Straßen nicht erlaubt ist. Hier kann jeder teilnehmen, ganz unter dem Motto Fun and Speed. Und dass bei diesem Motto nicht einmal ein hohes Budget benötigt wird, ist auch längst bekannt. Hallo, ich bin Chris. Ich komme aus der Schweiz, Lugano. Das ist mein erstes Mal hier in Hockenheimring. Ich fahre im 2008 Mustang Bullitt Special Edition mit Supercharger und Drag Radials. Beste Zeit 12.8 und sehr schön hier. Das Gute, die Piste ist sehr gut. Zeiten sollten ein bisschen besser sein. Das Auto ist ein 4,6 Liter V8. Er ist originell hat 315 PS, jetzt hat er 450 mit 560 Newtonmeter Drehmoment. Er verbraucht, sagen wir in der Stadt, sind 16 Liter pro 100 Kilometer. Auf Autobahn kriegt man auch 10er. Und Fahrwerk ganz verändert, Ford Racing, Auspuff, Supercharger. Für die Piste jetzt habe ich Slicks drauf. Und Gewicht sollte ich ein bisschen rausholen, aber sonst ist es originell. Jeder kann mitmachen und jeder hat eine Chance. Die Fahrzeuge sind grundsätzlich straßenzugelassen. Natürlich gibt es auch auf der Straße Leistungsunterschiede. Will sagen, schwächere und stärkere, aber das spielt beim Race Your Ride keine Rolle, denn es wird in Zeitklassen eingeteilt. Sind wir heute mit unserem gelben Baby hier. Das ist ein 1947er Business Coupé, wiegt 1,8 Tonnen und es wird eine 11.1 gefahren, was uns sehr froh gemacht hat und glücklich. Ein Riesenerfolg fürs Team. Wir haben keine Traktion. Aber eine Menge Spaß. Hallo, ich bin der Micha. Fahre die Street Eliminator Serie mit. Bin das zweite Mal hier mit dem Wagen Knochenheim. Fahren jetzt gleich unseren Finallauf hier. Ist ein 70er Challenger. Mit einem gestrokten 440. 500 Kubik-Inch. Leistung weiß ich nicht. Keine Ahnung, war noch nie auf der Rolle. Ist eine Eagle-Welle drin. Mit Rothkolben, Eagle-Gloil, Edelbock-Köpfe drauf. Sixpack-Anlage oben drauf. Bestzeit war bis jetzt eigentlich, ja, gestern hier in Hockenheim. Hat er eine 10-9-1 geschafft. Mit knapp 200. Jo, und ich bin eigentlich immer froh, wenn alles heil bleibt. Tauche ein in die Welt des Motorsports und werde selber zum Rennfahrer. Auf der Quartermile mit deinem eigenen Fahrzeug.
knacke die Bestzeit und hol dir die Pokale. Das alles bieten die Public Race Days. Ein Muss für alle Hobbyrennfahrer.